Hey yo! Herzlich willkommen zurück zu Car Mechanic Simulator. An einem neuen Tag. Ich bin motiviert. Ich habe Bock weiterzuspielen. Eine Folge ist bisher hochgeladen. Die erste. Haben schon ein paar Leute gesehen. Nicht viele, aber ein paar Leute. Hauptsache denen gefällt's. Hoffentlich seid ihr jetzt auch noch dabei bei diesen Folgen. Wir wollen gar nicht lange rumerzählen, einfach mal anfangen. Was können wir denn hier mal machen? Hier ist ein bisschen was im Motorraum. Genauso wie hier. Bremsen, Aufhängung, Bremsen. Fangen wir doch einfach mal oben an. Man hört ein Klopfen im Motorraum und prüfe die Filter im Fahrzeug und tausche sie aus. Ersatzteile ist da, hat man hier. Gibt es auch irgendwas? Das hätte jetzt keine Ersatzteilliste. Aber Bremsen. Ach komm, machen wir einfach mal den hier. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Ersatzteilliste an und sehen dann mal, was wir alles machen müssen. Zahnriemen und alle Filter. Okay. Das ist jetzt nicht allzu viel. Aber hey, seit dem Ende der letzten Folge können wir ja jetzt endlich hier am Tablet-PC Sachen bestellen. Achso. Ja, okay. Der Motor sitzt hinten bei diesem Fahrzeug. Na gut. Klappe auf, Motorabdeckung raus. Und dann gucken wir uns doch mal den Motor an. Also, da muss ich hoch machen für... Kraftstofffilter raus. Luftfilter wollen raus. Und der Ölfilter. Und Zahnriemen. gut. Den muss ich jetzt tatsächlich, wie gesagt, ich kann mich nicht so gut aussuchen. Mach mal Keilriemen ab und guck mal da weiter drunter. Ach, Mensch. Könnte ja sein, dass das hier irgendwo drunter sitzt. Das ist nur der eine Zahnriemen, der ab muss. Laut Ersatzteilliste. Okay. Komme ich jetzt überhaupt irgendwie anders noch da dran? Das jetzt alles abmachen? Na gut. Ich glaube, wir nehmen mal den ganzen Motor mehr oder weniger auseinander. Um da dran zu kommen. Aber dafür ist das Spiel ja da. Zylinderkopfhaube. Motor sieht auf jeden Fall für mich als Laien sehr komisch aus, weil der sitzt so schräg. Das ist bestimmt normal, aber weiß jemand warum? Kann mir das jemand erklären in den Kommentaren? Für mich persönlich macht das jetzt einfach wenig Sinn. Aber einer von euch schlauen Menschen da draußen wird das sicherlich wissen. Warum das so ist. Der kann mir ja dann mal weiterhelfen. Das wäre zu freundlich. So. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich habe keinen blassen Schimmer. Jetzt muss der Ansaugkrümmer ab. Damit ich hier oben den... Was ist das? Zylinderkopf? Zylinderkopf. Achso. Hier der Abgas kümmern wir uns auch noch ab. Immer noch nicht abmachen. Achso. Ah, okay. Zündkabel sitzt. Na komm. Aber ich wüsste auch nicht, wo sonst halt, wenn der Zahnriemen sein würde.
Kurbelwelle, Zündverteiler, Anlasser, Zündspule. Achso, okay. Mir das jetzt nicht raus, sondern nur eine Klammer. Jo. Wenn ich das. Ich glaube, ich nehme wirklich einfach alles ab und gucke, ob ich da jetzt irgendwas finde. Okay, den kriege ich so nicht ab. Muss ja mal hochfahren. Jetzt den Zahnriemen schon ausgebaut. Bin ich jetzt so blöd und hab den schon ausgebaut? Mal hier im Zahnriemen. Oh Scheiße. Freunde, ich hab den Zahnriemen bereits ausgebaut. Naja. Gibt alles Erfahrungspunkte oder wie? Ich entschuldige mich jetzt schon mal. So, Zahnriemen R4i. Dann brauchen wir den Ölfilter R4e, oder? Oder was war das für einer? Ölfilter R4A. Okay. Kraftstofffilter. Und zweimal Luftfilter seitlich. Machen wir den Luftfilter seitlich da. Zwei Stück. Ja, Freunde, da haben wir jetzt schon alle richtigen Dinger wieder. Es tut mir sehr leid. Ich reg mich da selber immer drüber auf, wenn ich irgendein Let's Play gucke und derjenige sich einfach so bescheuert anstellt und die einfachsten Dinge nicht sieht. Ja, jetzt weiß ich, wie die sich fühlen. Ich hab's gerade selber durch. Tut mir, wie gesagt, wirklich leid. Und bitte reiß mir deswegen nicht den Kopf ab. Na komm, ich will an die Klammer dran. Es wäre zu gütig, wenn ihr mir diesen Fauxpas nochmal vergeben könntet. Vielen Dank. Aber hey, so habt ihr wenigstens was zu gucken und wir konnten ein bisschen über den Motor sprechen, über den ich keine Ahnung habe und warum der seitlich ist. Aber wie gesagt, das könnt ihr mir aber gerne verraten, wenn ihr das wisst. Und würde mich da über ein paar schöne Kommentare zu diesem Thema sehr, sehr freuen. Und ich habe mir überlegt, wirklich sobald wir da die ersten Wagen uns kaufen werden, also nicht nur reparieren, sondern kaufen, den wir dann sozusagen restaurieren, werde ich euch da quasi so ein bisschen mit einbeziehen in den Folgen. Ich werde sicherlich nicht in jeder Folge ein komplettes Auto zerlegen und wieder neu aufbauen, sondern das peu à peu. Und ich werde dann mal Umfragen starten, wo ihr dann abstimmen könnt, welches Auto oder welche Art von Auto wir uns das nächste Mal holen sollen. Ob der getuned werden soll oder nicht getuned werden soll, ob der, welche Farbe der bekommen soll, whatever, alles ist möglich. Ob ich mir vielleicht auch ein Auto mal auf eine Auktion oder sowas kaufen soll, das dürft ihr alle später mitentscheiden. Und ich bin da auch ziemlich gewillt, euch da die Arbeit sozusagen machen zu lassen, in Form vom Auswählen, und ich dann einfach nur das mache, worauf ihr am meisten Bock habt. Ich denke mal, das ist für beide eine schöne Sache. Verstehe ich nicht, habe ich nicht die Qual der Wahl, was ich jetzt mache. Und ihr könnt das sehen, worauf ihr Bock habt. Also von daher, sollte da eigentlich nichts gegensprechen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da könnt ihr mir vielleicht auch nochmal sagen, ob ihr das eine gute Idee findet. Wenn ihr da
quasi entscheiden dürft, aber da bin ich recht zuversichtlich, dass ihr da Bock drauf habt. So, jetzt haben wir so viel erzählt, jetzt habe ich fast den kompletten Motor wieder zusammengebaut. Das sieht gut aus, hier tun wir Luftfilter noch rein. Und dann Kraftstofffilter, den habe ich jetzt hier schon, glaube ich, irgendwo eingesetzt. Genau, da ist er schon. Jetzt dürften wir... Montage und Karosserie-Teilen, genau. Jetzt die Heckklappe zu und jetzt dürften wir alles haben, richtig? Sieht gut aus. Auftrag beenden. Oh, eine Scheunenkarte und eine Kiste haben wir bekommen. Als erstes mal die Scheunenkarte nehmen. Und die Kiste möchte ich öffnen. So, Abgaskrümmer, Kurbelwellenriemenscheibe und Kraftstoffverteiler. Plus 5 Qualität, V10. Bad! Bei der Kurbelwellenriemenscheibe auf dem Schattenbild dachte ich echt, das wäre möglicherweise eine Felge. Aber dem ist jetzt nicht so. Auch nicht schlimm. So, nächstes Auto, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal ein anderes Auto und gehen dann über, nehmen wir doch den Audi RS7 Sportsback, gehen dann über auf den Salem Flamo, das ist dann nämlich die Kampagnenmission. So, Audi RS7 Sportsback, was soll ich sagen, schöne Felgen hat er. Auch angegammelt leicht. Das Auto sowieso wieder angegammelt. Aber das finde ich ist ein wahnsinnig schönes Auto. Fahrzeug bewegen. Ab geht's auf die erste Hebebühne. Und hoch mit dir. Haben wir, ich meine, wir haben da eine Ersatzteilliste gehabt. Da wollen wir nochmal gucken. Oh ja, da ist einiges im Argen. Hinterachse. Ist das hier alles? Würde ich dann mal schätzen, weil überall HA steht. Aber hier auch Vorderachse. Fahren wir dich mal ganz hoch, würde ich einfach mal sagen. Kümmern wir uns doch erstmal um das, was an der Vorderachse im Argen ist. Nehmen wir mal die Reifen ab. Ah, bevor ich es vergesse, wir sind, glaube ich, gerade im Level aufgestiegen. Kann ich doch wieder was machen, genau. Wir können hier noch die Teile schneller abmontieren, haben hier noch Reparaturerfolg erhöhen. Reparatur würde ich machen erst ab dem Moment, wo wir eigene Autos restaurieren. Deswegen nehme ich jetzt mal die Montiereteile 100% schneller Fähigkeit. Und ich glaube, das ist ganz gut für unsere Zwecke. Oh ja, sehr schick. Okay. Genau, die Koppelstangen müssen wir abnehmen. Und an die Antriebswelle zu kommen, müssen wir auch die Antriebswellen abnehmen. Stoßdämpfer McPherson ist kaputt. Genauso wie an der anderen Seite. Das sieht mir aber auch sehr stark danach aus, dass hier ist das nochmal das Radlager kaputt ist. Das auf der anderen Seite auch so. Anderen Seite ist es gut. Okay. Hier haben wir da schon mal ein Radlager. Das brauchen wir nämlich einmal auf jeden Fall. Kann ich auch direkt einbauen. Den Rest muss ich mal gucken, wie das aussieht hier bei dem Stoß der Bombeck Ferson, ob da noch irgendwelche Teile zu retten sind von. Bei dem hier muss alles ersetzt werden, bei dem nur der reine Stoßdämpfer. Gut, also kann ich jetzt hier schon mal sagen, McPhersons Stoßdämpfer, den brauche ich zweimal und Feder VA einmal und Domlager einmal. So, und da, genau, das war das, was komplett saniert werden muss. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute,
Dieses Spiel macht mir im Moment unglaublich viel Spaß. Ich stehe ja sowieso im Allgemeinen auf Simulationsspiele, sei es jetzt hier der Car Mechanic Simulator, der PC Building Simulator, den habe ich auch schon gespielt, oder halt aber auch sowas wie Euro Truck Simulator finde ich ziemlich nice. Wie seht ihr das denn? Spielt ihr auch gerne solche Spiele? Oder denkt ihr euch, nee, du, das ist mir zu langweilig, da passiert ja nichts. Dazu kann ich gleich vorweg sagen, ja, da gebe ich euch größtenteils recht, da passiert ja nichts. Vollkommen zutreffend, aber ich finde das gerade deswegen geil, es ist einfach entspannt. So, Antriebswelle, Zwischenwelle, na komm. Gerade deswegen finde ich es halt eben so entspannt. Los. Typ A oder Typ B? Ich meine, das war Typ B. Typ B. Und dann dürften wir die Vorderachse auch komplett wieder haben. Das sieht gut aus. Okay. Ja, wie gesagt, also ich finde es sehr, sehr entspannt und gerade deswegen schön, solche Spiele zu spielen. Aber selbst solche Spiele und gerade wenn man jetzt solche Spiele wie den Car Mechanic Simulator spielt, hat man da zwar nicht unbedingt Action dabei, aber es ist doch bisher zumindest recht vielseitig, weil man halt viele verschiedene Autos hat, viele verschiedene Motorentypen hat. Beispielsweise bei Spielen wie den Euro Truck Simulator finde ich das sowieso auch ziemlich cool, dass du halt auch in gewisser Weise Action hast, wenn du das Spiel im Multiplayer spielst, ne? Es gibt ja berühmte Streckenabschnitte, wo das Fahren ziemlich gefährlich sein kann und so weiter. Und ich muss sagen, das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber das darf natürlich auch jeder gerne anders sehen. Kann euch natürlich nicht vorschreiben, welche Spiele ihr zu mögen habt und welche halt eben nicht. Ne? Ganz klare Geschichte. So, und dieses Ding müssen wir abmachen. So. Achso, da komme ich noch nicht dran. Das muss ich auch vorher abmachen. Da muss ich doch die komplette Bremsanlage auch mit abmachen. Klingt zumindest logisch. Jetzt so. So. Könnte sein, dass ich mich in dieser Folge ein wenig Zeit verschätzt habe, wir doch jetzt recht lange brauchen, sage ich mal, für die einzelnen Sachen. Aber das soll nicht zu eurem Nachteil sein. Ich werde weiterhin gleich noch den Kampagnenauftrag machen. Dann wird die Folge für euch halt mal ein bisschen länger. Ich denke, das ist jetzt nichts Schlimmes, wofür man sich schämen müsste, nicht wahr? Okay, alles klar. Hab ich denn jetzt alles ausbauen können? Ich würde sagen, wir werden das Ganze jetzt mal kaufen. Ein Radlager war wieder kaputt, ne? Das war. So. Aber auf der anderen Seite, ne? Nicht, dass wir da dran sitzen. Stoßdämpfer HA, ein Rohr. Ja, ein Rohr. Das war zweimal. Fehlt nämlich auf beiden Seiten. Ich werde das jetzt einfach mal nach für nach hier dann festmachen. Ach so. Gut, auf der anderen Seite kann ich es noch nicht. Aber hier die Koppelstange HA, die brauchte ich auch auf beiden Seiten. So kann ich zumindest
So kann ich auf jeden Fall zumindest schon mal die eine Seite fertig machen. Dann brauche ich mich tatsächlich nur noch um die andere kümmern. Ist auch schon mal ganz gut. Ausgewählt hier, dass ich Teile montieren möchte. Naja, egal. So. Perfekt. Und was brauchen wir als erstes hier? Den Ackschenkel HA Typ A. Ackschenkel HA Typ A einmal. Genau, das Ding haben wir ja schon eben gekauft. Und auch die Koppelstange haben wir schon. So. Die Lagerbuchse ist noch gut. So, Längslenker HA lang. Querlenker HA Typ B. Querlenker HA Typ B. Wie sind da? Und was? Längslenker lang, ne? Oh. Ah, okay, jetzt fehlt mir Gummilagerbuchse klein. Ich würde vorschlagen, von diesen Gummilagerbuchsen kaufen wir uns von jedem Mal so, was weiß ich, 20 Stück, ja, passt. Weil da müssen wir so viele von auswechseln und die kosten jetzt nicht allzu viel. Aber manchen können wir auch gebraucht und dann noch nehmen. Ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, dass wir da komplett neue verwenden. So. Da muss auch einer rein. Genau, den Querlenker. Und den Querlenker HA Typ A. Auch. Oben ist bestimmt auch nochmal so ein Querlenker HA oben drüber. Okay, HA oben und Anschlagpuffer für Feder HA. Anschlagpuffer für Feder HA. Haben wir es dann schon? Na komm. Rein damit. Leder. Wieder Unterlage. So. Oh ja, Freunde. Ihr werdet heute eine schöne lange Folge sehen. Bin jetzt bei 23 Minuten etwas drüber. Je nachdem, wie lang der andere Auftrag noch kommt, könnt ihr euch auf eine schöne lange Folge einstellen. Aber bitte, ich würde auch am liebsten sagen können, jede Folge dauert eine Stunde, ja. Aber leider habe ich da auch nicht die Zeit für. Seid mir bitte nicht böse, wenn Folgen dazwischen sind, die halt eben vielleicht mal wieder nur 20 Minuten dauern oder so. Weil ich habe leider auch nicht unbegrenzt Zeit. Und versuche aber so viele Folgen wie möglich für euch zu bringen. Seid mir bitte deswegen nicht böse. So, den Audi R7 haben wir erledigt. Und jetzt kümmern wir uns um den Salem Flamo. Von dem Herrn G. Blunk. Blank, wie auch immer. Ich hoffe, der ist nicht blank, weil da kann er uns nicht bezahlen. Also, mein Auto springt oft nicht sofort an. Wenn es mal anspringt und ich damit fahren kann, dann höre ich komische Geräusche, wenn ich Gas gebe. Die Geräusche sind so laut, dass sie bereits einige Nachbarn beschwert haben. Prüfen Sie bitte, was diesen Lärm verursacht. Das Ordnungsamt stand deswegen auch schon vor meiner Tür und ich möchte das wirklich nicht noch einmal erleben. Ja gut, das ist bestimmt kein allzu toller Besuch, wenn wegen dem Auto das Ordnungsamt vor der Tür steht. Also da würde ich jetzt einfach mal ganz stark vermuten, da stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Motor oder Aufhängung, beides möglich. Wir haben... Ah, einen Ölwechsel sollen wir auch machen, okay. Den machen wir gleich mal als allererstes.
Könnte was mit dem Motor sein. Naja, bei so wenig Öl, was da drin steht, wundert mich auch schon gar nichts mehr. Oder ist es die Aufhängung? Ach nee. Die Abgasanlage, der Mittelschalldämpfer und der Endschalldämpfer. V8 UHV. Endschalldämpfer. V8 UHV. Da und ein Mittelschalldämpfer. Das können wir schon mal einbauen wieder. Ne? So. Da bin ich ja mal gespannt, was sonst noch so dran ist. Die beiden Sachen haben wir schon mal gefunden. Steht jetzt auch nichts Genaueres dabei. Gucken wir mal oben in dem Motorraum, was da so im Argen liegt. Also zum einen, der ist der Kraftstofffilter, aber jetzt mal wirklich kaputt. Kraftstofffilter. Da kriegt er auf jeden Fall einen neuen. Den kann man nämlich schon mal einsetzen, der ist nämlich mit nichts verbunden. Das heißt, den müssen wir nicht unbedingt nochmal raussetzen. Wie sieht's aus hier mit dem... Ah, der ist schwarz. Ich glaube, der Luftfilter ist auch nicht mehr gut. Mal reinschauen. Oder? Der Luftfilter ist noch hervorragend. Ist das Gehäuse kaputt? Nein. Dann können wir das wieder hinsetzen. 64% ist, glaube ich, das Erlaubte. Bei dem Teil haben alle 64%, die ich ausbaue. Dann wird das wahrscheinlich was sein, was auf jeden Fall noch ganz ist. Ja. So. Ja, dann wird wahrscheinlich das Fehlerpotenzial woanders liegen. Was ist denn das da hinten? Kraftstoffpumpe. Jo, die ist komplett kaputt. Kraftstoffpumpe. Eine neue. Gut, dass ich das jetzt gerade gesehen habe. Was da hinten dazu zählt. Warum komme ich denn da nicht dran? Muss ich jetzt echt an die Hinterachse rennen? Ja, muss ich. Okay. Ist auch schon mal eingebaut. Okay, weiter geht's. Kann man denn hier irgendwie diese Diagnosegeräte einsetzen? Kann ich den hier verschieben, bewegen in den Diagnosepfad? Ja. Ach, der Motor springt nicht an. Weil Öl fehlt? Geben wir dem Motor schon mal Öl. Gegebenenfalls müssen wir nochmal Öl ablassen. Ich will mal gerade was anderes gucken. Der Motor springt nicht an, ne? Die Batterie sieht nicht gut aus. Jo, die Batterie ist nämlich kaputt. Batterie. Kaufen wir doch mal eine neue. Ich habe schon mal gesehen, dass wir hier auch irgendwie später ein Batterieladegerät haben, aber das haben wir, glaube ich, noch nicht. Der steht nämlich irgendwo hier hinten, hinter der Mauer, wenn wir die Garage erweitern. Gut. Kann ich den denn... Ja, kann ich den jetzt mal auf den Diagnosepfad bringen? Der Motor springt immer noch nicht an. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier drunter befindet. Was hier so kaputt ist an diesem Auto. Vielleicht sind das dann Zündkerzen? Okay, hier sitzen hier noch der Zündkabelsatz, der ist noch okay. Zündspule Doppelfunken hat einen weggekriegt. Den kann ich schon mal kaufen zumindest. Zündspule Doppelfunken. Nehme ich das jetzt weiter auseinander? Guck
gucken wir erstmal uns hier die Zündkerzen an. Die ist schon mal kaputt. Die ist kaputt. Die ist kaputt. Und die ist auch kaputt. Da brauchen wir nur 4 Zündkerzen. Und dadurch dürften wir jetzt auch sogar alle Fehler gefunden haben, ne? Tatsache. Oh, das ging doch schneller als jetzt erwartet. Sehr gut. Aber wie konnten der jetzt eigentlich so Probleme mit dem Auto haben? Das Auto ist doch gar nicht angesprungen. Wie konnte sich denn da irgendein Nachbar beschweren, dass der zu laut ist? Okay, die Abgasanlage war vollkommen am Ende. Die ganzen Schalldämpfer waren kaputt. Aber die Batterie war im Arsch. Die komplette Zündung bis auf den Zündkabelsatz war quasi im Arsch. Wie geht das? Wie konnte der da mit dem Auto überhaupt fahren? Es ist mir ein Rätsel. So, Auftrag beenden. Jawohl, perfekt. Und damit haben wir unseren nächsten Kampagnenauftrag erfolgreich erledigt. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich vielmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wie ihr möchtet. Ihr müsst natürlich nicht. Teilt vielleicht das Video. Könnt ihr euch auch selber überlegen. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal und bis dahin, ciao!